Maria, du bietest Shiatsu auch für Unternehmen an. Ne? Ja. Das heißt also, ja, neben der Massage mit dem Stuhl als Beispiel, hast du aber auch Kurse. Erzähl doch mal darüber, was ist das? Ja, ich biete gesundheitsfördernde Seminare an, wobei ich auch diese Elemente von Shiatsu mit einbeziehe. Und zwar Shiatsu als Selbstbehandlung. Mhm. Das ist dann eher das Thema. Das heißt, man kann selber eine Handmassage sich machen oder welche Punkte oder Energiebahnen soll ich an meinen Armen drücken, um zum Beispiel lockerere Schulter zu bekommen. Also um Verspannungen zu lösen. Verspannungen zu lösen. Gleichzeitig, und das ist eben das Schöne bei Shiatsu, ist es auch eine energetische Massage, die sich nicht nur auf den Körper bezieht, sondern eigentlich den Schwerpunkt hat, wie kann ich meine Gefühle oder meine Stimmungen beeinflussen. Mhm. Ja, wie kann ich die heben, wie kann ich mehr Energie bekommen. Okay. Und da ist es sehr wesentlich, dass man immer mal wieder Rückzugsmomente in seinem ganz normalen Leben und auch Arbeitsleben findet, wo man die Energie sich in sich wieder auflädt. Mhm. Und da bieten sich zum Beispiel ganz besondere Situationen an, wo man untersucht, was regt mich eigentlich immer sehr schnell auf. Mhm. Hast du ein Beispiel dafür? Ja, wie zum Beispiel, man steht an der Ampel oder vor einem Aufzug. Mhm. Ja, das kommt ja auch im Arbeitsleben öfter vor und dann kann man sich einmal ärgern, warum kommt der Aufzug nicht, der ist natürlich immer zu langsam. Ja. Ja, man kann hin und her tigern und sagen, ne, ich habe es eilig, aber dadurch kommt ja der Aufzug nicht schneller, und man selber wird damit nicht ruhiger. Mhm. Das heißt, unser Energielevel mit so einem Verhalten, der wird geringer und unsere Stimmung wird natürlich entsprechend mieser, sag ich mal, salopp. Ich kann aber auch sagen, das ist ja wunderbar, das ist jetzt eine Zeit, die ich für mich nutze. Also wie eine Mini-Auszeit. Genau, wie so eine Mini-Auszeit. Man stellt sich ruhig hin, man atmet tief ein, man verbindet sich mit dem Atmen tief ein und aus, legt vielleicht noch die Hände auf den Bauch und freut sich daran, dass man gerade mal eine Minute hat für sich. Okay. Und dann kommt der Aufzug, pling, und dann hat man sich aufgeladen. Okay. Und das ist eigentlich im wörtlichen Sinne eine echte Energiewende. Im Alltag. Im Alltag. Mhm. Okay. Anstatt sich nur Energie entziehen zu lassen, auch durch sein eigenes Verhalten, gebe ich mir durch mein Verhalten Energie und fülle mich. Okay. Wie muss ich mir das vorstellen? Das sind Kurse bzw. Vorträge, die du hältst? Ja, ja, das ist unterschiedlich. Okay. Ich halte zum Teil Vorträge. Und das sind nicht nur Vorträge, sondern das sind Aktivvorträge. Also ich verbinde alles, was ich erzähle, immer mit einer Übung, mit einer geistigen Übung oder mit einer Körperübung, so dass man sofort spüren kann, ja, das wirkt ja. Ja, okay. Das finde ich sehr wesentlich, denn nur wenn man es selber erfahren hat und die positive Auswirkung, dann wird man es auch wieder tun. Okay. Ja? Oder ich biete Seminare an als Referentin und dann arbeite ich viel mit Shiatsu-Selbstbehandlungsübungen. Okay. Und Klängen und auch Zen-Meditation. Gut. Informationen zu diesem Thema sind alle auf deiner Webseite, nehme ich an? Ja, da gibt es nähere Informationen und meine Webseite-Adresse, wenn man sie besuchen will, ist www.goldentouch-home.com. Danke, Maria. Ich danke dir, Thomas.